Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Battlefield Hardline. Wir sind gerade eine Runde Hotwire gejoint und zwar in der Map Staubwüste. Bin diesmal wieder ein Polizist zu Beginn. Nächste Runde werde ich vermutlich wieder ein Verbrecher sein. Und bin jetzt hier auf dem tollen Motorrad unterwegs, das sogar die Sirene hat. So, dann gehe ich gleich mal zu C. Da geht, glaube ich, auch gerade ein Teammitglied hin. Kann hier gleich einsteigen und ja, heute kann ich hier nicht vorne rausschauen. Also es sieht ein bisschen belämmert aus hier, aber ich probiere den Platz zu wechseln. So, mit den F-Tasten, also F1 bis F5, kann man, glaube ich, die Position hier wechseln im Auto. Und ja, mal schauen, ob ich nach hinten irgendetwas ausrichten kann. Ist immer ein sehr gefährlicher Platz hier, wenn die hinten rein snipen. Ja, und die Beta wurde jetzt 2 Tage verlängert noch. Bis zum 10. kann man hier jetzt noch spielen. Und ja, mal schauen, was sich nur so ergibt. Ich bin jetzt Level 47, habe jetzt noch ein bisschen offscreen gespielt. Also eben hier seht, man ist ein leichtes Ziel, wenn man hinten rausschaut. Habe jetzt ein bisschen was freigeschaltet. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere neue zeigen, aber ich glaube, waffenmäßig habe ich fast alles gezeigt so. Ja, ich steige hier, glaube ich, mal aus und steige mal selber irgendwie in eine neue Karre, damit ihr auch etwas mehr seht. Gut, der will nicht einsteigen, wie es aussieht. Dann fahre ich halt alleine. Vermutlich spawnt dann gleich einer bei mir drin. Also in meinem Auto. Ja, jetzt werde ich leider wieder beschossen. Und ich denke mal, es war wieder einmal der Helikopter, der meiner Meinung nach zu sehr OP ist, also overpowered. Da man eigentlich nur durch Zufall irgendwelche Raketenwerfer hier findet. Und ja, ist halt einfach ein bisschen eine Mistsache, sagen wir es mal so. Also nicht gerade sehr, sehr fair. Natürlich haben beide so einen Helikopter, aber ja, was kann man dazu sagen? Es ist dann einfach eine nervige Sache. Unser Team ist ein bisschen mit 40 Punkten im Rückstand, aber ich denke mal, es sollte ja trotzdem noch möglich sein. Einer war doch gerade hier. So. Steige ich gleich wieder ein. Den muss ich. Ja. Und die Lasermine hat mich getroffen. Keine Ahnung, wo die jetzt herkam. Vermutlich war da jetzt kurz im Haus und ja. Dann kommt gleich D. Versuchen mal das. So. Das ist in die Luft gejagt. Ah, Mist. Falsch antizipiert. So. Gleich 2 Autos hintereinander geholt, beim Takedown geholfen. Ja, und der will mich gleich überfahren. Nee. So, Heli ist wieder einmal hier unterwegs. Leider habe ich, glaube ich, keine Granate mehr. Ja. Steige ich hier mal ins D ein. In der Nähe sind leider ein paar Gegner, aber ich versuche denen auszuweichen. Hier. So. Und gleich noch eine Runde dran zu hängen. So. Jetzt haben wir 3 Autos. Ich
Ich hoffe, ich bleibe noch lange hier in der Karre drin. Natürlich ist wieder mir jemand auf den Fersen. Leider kann ich gerade nicht nach hinten schauen. Aber es sieht so danach aus. Ja. Der Helikopter kommt jetzt noch und schießt auf mich. Und der ja auch. Ja. Einen konnte ich erwischen, der hat mich aber selbst auch gleich getötet. Der war aber am Boden. Nee. Naja, hat mich leider erwischt. So, dann starte ich hier mal wieder am Start. Ist immer wieder ein bisschen, so ein bisschen die Ruhe reinzubringen hier am Start. Gehe ich gleich zum C. Das C ist aber nicht am normalen Ort irgendwie. Es ist eine Falle. Ja, das ist eine Falle. Und schon wieder hat der gleiche, der mich getötet, den ich getötet habe, auch getötet. Also, ja, das ist immer herrlich, wenn das passiert. So, hier sind, glaube ich, wieder ein paar Gegner unterwegs. Da keiner wieder markieren tut. So, ein bisschen. Schade konnte ich machen. Und die Karre ist explodiert. Ich muss sagen, dieser Modus bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ist vielleicht nicht das typische Battlefield. Aber macht trotzdem ein wenig Spaß, wenn man auch gerne mal ein bisschen fahren tut. Ja, das habe ich eigentlich bei Battlefield 3 auch gerne gemacht. Mal ein bisschen herumgefahren. Weil das Handling von den Autos war eigentlich immer gut. Vor allem dann die später einbezogenen Quads oder auch die Motorräder fand ich echt klasse vom Handling her. Und ja, also ich finde es gut, dass die irgendwie eine Mission ge gemacht haben, yeah, gemacht haben zwischen ja Shooter und irgendwie fahren, also ja halt Need for Speed ähnlich, aber jetzt läuft's mal ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Für mich jedenfalls persönlich, für das Team eher weniger. Aber das Ziel ist es ja eigentlich nicht unbedingt die Kills zu sammeln, sondern eben die Punkte, aber jetzt hat es gerade ein bisschen angeboten. Da hinten sind ein paar. Ja, den konnte ich erwischen. Den auch gleich. Schauen. Das Gebäude rein. Wo war der andere? Langsam läuft's irgendwie. Gut, da ist er auch eingestiegen. So. Gut. Ich habe ihn falsch verstanden. Ich dachte, ich soll reparieren. Jetzt bin ich halt hier am Fahren. Das mache ich sowieso gerne. Vor allem diese Runde hier. So, unser Team ist jetzt ein bisschen am Führen. Das ist gut. Und killsmäßig läuft es für mich auch gut, aber von den Punkten her habe ich leider hier noch nicht viel gemacht. Aber das ändert sich jetzt dann gleich mit ein bisschen Glück hier. So, den hat es jetzt auch erwischt. Leider nicht von mir, glaube ich.
von der bei mir drin gehockt ist. Aber ein paar Punkte gab es trotzdem. So, der will, glaube ich, hier ein. Ah, den habe ich gar nicht gesehen, den Gegner, ja. So, da hinten ist noch einer. Nee. Ja, Mist. Komm, repariere den Kahn. Ja, gut, er hat geschalten. Schön. Jemand, der es endlich mal ein bisschen checkt, dass man auch hier reparieren kann. Gibt nicht sehr viele. Ah, Mist, jetzt habe ich einen. Shit. Ja. Ich wollte unbedingt. Ja, gut. Sie haben die Karre noch retten können. Ich wollte unbedingt einen Kill und ihr seht. Ja. Es ist nicht unbedingt immer toll, einen Kill abzuholen und dann den Wagen zu opfern, sozusagen. So. Ja, mal wieder eine Runde, die gut läuft. Wir haben doch noch das Team aufgeholt. Finde ich gut. Mal schauen, ob dann die Rückrunde ebenfalls so gut läuft. Ich vermute mal nicht. Das ist ja immer ein Hin und Her ab und zu. Aber ja, mal schauen. Der wollte gerade diesen Spieler hier, mein Kumpel, mein Teamkollege hier töten von hinten. Hat es jetzt leider nicht hingekriegt, also besser gesagt, zum Glück nicht. Ich glaube, hier im Haus hat es noch ein paar Gegner. Oder auch nicht. Komisch. Es hat eigentlich. Ich habe eigentlich getroffen, aber es gab keine Punkte. Naja. 16 zu 3. Das war, glaube ich, meine beste Runde bei Hotwire von den Kills her. Von den Punkten leider nicht. Da hatte ich, glaube ich, mal etwa 12.000. Aber ja. Es ist halt eben unterschiedlich. Gut, dann gibt es gleich eben die Rückrunde. Und zwar als Verbrecher, denke ich mal, wenn es nicht irgendwie in das Team geswappt wird. So. Ja, ich bin ein Verbrecher. Ich bleibe Mechaniker, das T einfach, ja, für die eben die, für diesen Modus finde ich den Mechaniker recht praktisch. Kann alles ein bisschen. Das Einzige, was zum Teil halt fehlt, ist das Heilen, aber das, ja, das macht man zum Teil weg einfach mit der Stärke der Waffen, finde ich jedenfalls. Gut, bei mir hockt einer drin, ich fahre mit einem schönen Karren. Ich muss sagen, die Musik in dem Polizeikarren gefällt mir irgendwie besser. So. Ich denke mal, ich nehme jetzt das B oder holt jetzt noch. Ja, ich nehme das B hier. Ja, steigen die jetzt ein oder nicht? Nee, fahre ich halt alleine weg. So. Habe ich endlich mal zu Beginn reingekommen. Und ja, leider haben die Gegner jetzt schon drei Karren. Was ich zum Teil ein bisschen besser finde, dass die Runden ja ein bisschen schneller gehen. Die einen haben das lieber, die einen vielleicht weniger.
Ja, es wäre einfach irgendwie, zum Teil geht es mir fast zu schnell. Also wenn jetzt die Gegner irgendwie drei Autos haben und wir nicht, geht es zum Teil fast zu schnell bei den Tickets runter, und das finde ich ja nicht so praktisch. Dann kann man fast nicht mehr reagieren. Aber ja, zum Teil bei Battlefield 3 gingen halt die Runden auch nicht gerade sehr kurz. Wenn es nicht gerade 5 zu 0 stand mit den Basen. Aber ja, sie haben, denke ich mal, irgendwie einen gesunden Mix gefunden. Aber trotzdem fast zu schnell geht es irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, da gehe ich lieber weg. Ja, sonst passiert eben das. Wenn ich jetzt zu nah gewesen wäre, hätte es mich auch mitgenommen mit dem Tank. Was mir in letzter Zeit fast zu oft passiert ist. Und Silverstar wieder mal bekommen. Das passiert halt ab und zu, wenn man jetzt irgendwie lange spielt. Ich habe jetzt einige Stunden hier verbracht, weil ich mir noch sehr lange am Überlegen bin, ob ich es überhaupt kaufe. Weil, wenn man jetzt zum Beispiel Battlefield 4 nicht hat, denke ich mal, ist es eine gute Investition. Jetzt Hardline. Obwohl, für den vollen Preis dafür zu zahlen, ist mir trotzdem irgendwie noch zu viel. Und wenn man schon 4 hat, als Battlefield 4, und dann dieses auch noch dazu kaufen will, ja, eben, also die Meinung ist da sehr verschieden. Ich denke mal, meine Meinung ist halt einfach so, wenn man, ja, dieses Szenario oder das Setting irgendwie mag, Polizei gegen Verbrecher, das mag ich auch, Payday hat mir sehr gefallen, spiele ich auch sehr oft, dann ist es sich eine Überlegung wert. Aber wenn es niemandem überhaupt taugt, dieser Modus, vor allem Hotwire ist fast irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eben Hotwire ist sozusagen der wichtigste Punkt hier in diesem Spiel. Gab ja auch eben diesen Stream da zwischen den 5 Teams, und das wurde ja sehr angeworben. Und ja, wenn dieser Modus halt nicht taugt, würde ich ihm nicht empfehlen, das Spiel zu kaufen. Aber eben, ist halt jedem selber überlassen. Ist halt einfach meine Meinung, sehr ein spezielles Spiel. Und eben, wenn man Battlefield 4 schon hat, ist fast ja ein DLC, könnte man meinen, aber eben. Man muss halt den vollen Preis dafür zahlen. Das ist halt eben nicht ein richtiges Argument für das Spiel, finde ich jedenfalls. So, diese Runde mache ich eher weniger Kills, wie es aussieht, und mache einfach Punkte. Ja, das ist schon mal gut so. Haben wir 80 Punkte Vorsprung. Wo sie. Ja. So. Hier mal wieder rein. Ich mache jetzt immer diese Runde hier. Die ist fast am effektivsten. Da kann man den meisten Dingen hier aus dem Weg gehen. Und macht trotzdem sehr viele Punkte. Man könnte, hat noch irgendwie so einen Punkt am Rand, wo man immer hin und her fahren kann. Okay, das war jetzt auch ein bisschen Glück dabei, dass ich überhaupt dorthin gefahren bin. Naja. C4 ist meiner Meinung nach ein sehr nerviges Utensil. Ich hatte auf der Map Downtown, gab es einen Punkt, wo das Auto A ist. Gab es einen Punkt, wo man das C4 immer runterwerfen konnte, und somit ja, konnte man dort campen im C4. Dann wieder Munition aufsammeln, und ja, ich hatte auf einem Server eine tolle Begegnung. Einer hat mich zuerst zweimal umgebracht, immer an der gleichen Stelle hat er gecampt. Dann habe ich halt gedacht, ja gut, dann gehe ich immer dahin zu Fuß. Und das war sehr effektiv, er wollte immer dahin. Und ja, ich konnte ihm sozusagen immer den Weg abschneiden und ein bisschen die Laune verderben. Schluss hatte den Server verlassen. Und ja, und was war es natürlich für eine, für
Eine Nation, ein Russe. Die sind natürlich immer sehr beliebt bei den Spielern, bei den anderen Spielern. Und ja, also die müssen auch irgendwie immer überall in jedem Spiel einen Punkt finden, wo sie die anderen irgendwie verarschen können. Und das finde ich einfach, boah. Ja. Hier bin ich jetzt am liebsten ausgestiegen, weil der. Er hat halt den Punkt überfahren, wo ich vorhin explodiert war. So, da ist irgendwie ein Gegner oben im Dach. Oder auf dem Dach. So. Ich denke mal, das war der einzige hier. Ja. Zum Teil gelingt es einem nicht, hier über die Mauern zu springen. Weiß auch nicht warum. Und ja, mal schauen, was jetzt noch wird in dieser Runde. Ich denke mal, es läuft gerade gut für unser Team. Keine Gegner in der Nähe irgendwie. Ja, da hinten ist einer. Und der fährt mir, glaube ich, gerade entgegen. Ja. ja, ich sage mal nichts dazu. Der will vermutlich wieder darauf gehen. Ist wieder mal ein Punkt auch, der sehr beliebt ist. So, ist nicht der gleiche, aber der da vorne ist, glaube ich, der gleiche. Gleich mal schauen. Ja. Ja, es ist genau der gleiche, der vorhin auf dem Dach war. Okay, wir sind jetzt leider wieder im Hintertreffen und mit der Anzahl Autos. So. Zuerst reparieren, ansonsten steige ich da echt nicht ein. Leider. Ja. Ja, jetzt hat ihn mir halt leider jemand geklaut. Sozusagen. Und ja, es ist halt immer. Ja, was will der jetzt? Ja, ich steige, glaube ich, aus. Der geht mir auf den Senkel. Ich will hier nicht sterben. So, das Safe fährt mir gerade entgegen. Diesmal probiere ich ihn wirklich zu treffen. So, einmal. Leider kein zweites Mal. So, jetzt fährt er da. Denke ich mal, fährt jetzt auch gleich bei mir vorbei. Da verstecke ich mich hinter dem Stein. Oh, Mist. Ja, das war jetzt. Ja, Mist. Dann steige ich mal wieder irgendwie beim Start ein. Bisschen eine längere Runde, wie es aussieht. Aber ja, jetzt haben die Gegner 4 Autos. Ihr seht jetzt dann gleich, wie schnell das zum Teil geht. Und eben das finde ich halt den Nachteil, wenn jetzt ein Team wirklich 3 oder 4 Autos hat. Jetzt seht ihr, es geht's. Ja, also ich sag mal unmenschlich. Es geht mir einfach zu schnell von den Punkten hier. Ja, wo hat's mich jetzt wieder getroffen? Die fahren jetzt da hinten durch. Ja, der war irgendwo im Haus drin. Ich habe ihn eigentlich gesehen, aber
konnte nicht reagieren, weil ich eigentlich dachte, ich könnte den Wagen da erwischen. So, jetzt haben die Gegner nur noch ein Auto. Und wir haben das A. Und ist mir jetzt vorgekommen. Ich wollte den explodieren lassen, aber eben. Ist gut, dass es wenigstens getan hat. Da vorne hat es ein paar Minen am Boden. Gut. Ah, Mist. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Also ich habe nicht auf den Namen geschaut. Denn da stand, dass er von einem anderen getötet wurde, den ich eigentlich dachte, den ich den getötet habe, aber eben. War doch nicht dieser hier. So. Dann wieder einmal der Helikopter, der so viel Spaß macht, wenn man nicht selber drin hockt. Und da oben. Ja, wo fährt C durch? Ja, eben, ich dachte gerade, ich habe den getroffen, aber. Ah. Ja. Da war, glaube ich, ein Gegner. Oder auch nicht. Ist der wieder ins Haus gegangen? Ich laufe mal da lang. Hier rauf. Hier hat es überall Minen. Was war jetzt das hier? So, mal wieder ein bisschen herumlaufen. So, jetzt haben wir wenigstens endlich mal wieder mehr Autos. Mal schauen, wie lange noch. Ja, gleich nicht mehr. Was geht's noch länger diese Runde? Aber das E fährt mir, glaube ich, gerade entgegen. So. Den konnte ich jetzt erwischen, dann kann ich gleich selbst ins E einsteigen, wie und auch nicht. Ah, Mist. Ja, der hat jetzt sehr gut getroffen, wie es aussieht. Obwohl es kein Headshot war, hat er mich in wenigen Schüssen jetzt getötet. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Und ja, das war's eigentlich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wünsche noch einen schönen Tag.